So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, geht es heute um das brandneue und aktuelle Starterpack von Magetix Bundesliga 2015-2016. Es kostet 7,99 Euro. Ein Booster mit 10 Karten, eine limitierte Karte. Das ist ja das Wichtigste. Und wie das jetzt alles ausschaut, schauen wir uns mal an. Obwohl, es wird sich eh nie was ändern. Die Mappen sind immer alle gleich, bis auf die Chrom-Mappen. Das ist der Booster, der dabei ist. Kommen wir nun zu der limitierten Karte in Gold. Ist damit das Wichtigste, obwohl die wird so eine hohe Auflage haben, wie immer, dass man die jahrelang in die Ecke stellen muss, bevor sowas wert ist. Das ist jetzt... Oh, hier hinten ist jetzt was Neues. Für den Spielplan bestimmt. Spielfeld, Sammelmappe. Machen wir es mal. Vorderseite. Dann haben wir hier Magazin. Das ist mehr wie dieses Poster. Müssen wir uns nicht wirklich anschauen. Und natürlich die Rückseite, wo 454 Karten verzeichnet sind. Also, das ist jetzt die normale Sammelkartenmappe. Spielfeld ist bestimmt dann hier hinten dieser Schlitz. Ja. Magazin auch da rein, dass es vollständig ist. Also, das ist die eigentliche Sammelmappe. Bundesliga 2014-2015 für 454 Karten. Und jetzt kann das Sammeln, Tauschen und Spielen beginnen. Also, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, die Mappe ist eh immer gleich. Die limitierte Karte in Gold. Und das war's. Ich hoffe, ich konnte euch das zeigen. Wo ihr sie natürlich günstig und sicher bestellen könnt, werde ich immer unter dem Video verlinken. Aber es wissen ja alle von euch. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.